Ja, hallo, ich bin Simon von LabFolder. Wir machen Software für Forschungslabore, um die ganzen Arbeitsabläufe effizienter und effektiver zu machen. Das Problem ist, dass in Forschungslaboren halt unglaubliche Mengen an komplexen Daten anfallen und es keine Art und Weise gibt, die wirklich geordnet auf eine Plattform zu bringen und man die bestmögliche Ausbeute aus diesen Daten bekommt. Und das ist genau das, was wir lösen. Also wir bringen Forschungsdaten auf unsere Plattform, können auch Teams dann zusammenarbeiten, um Forschungsprojekte weiter voranzutreiben. Und was wir sozusagen besser machen als andere, sage ich mal, ist, dass wir einfach zu benutzen sind und eher eine Plattform haben, also flexibel sind und dann mit sehr vielen Schnittstellen an andere Software und auch Hardware, also Laborgeräte, anschließen können. Ja, und das macht uns besonders. Wir haben Software-as-a-Service-Modell, mittlerweile Kunden in 7 verschiedenen Ländern der Welt. Wir haben mehr als 12.000 aktive Nutzer und haben vor 2 Wochen gerade einen Deal mit der Max-Planck-Gesellschaft geschlossen. Also es sind 11.000 Forscher, die da bei denen warten, hoffentlich auf uns. Und wir verdienen Geld mit Service-Fees und haben auch schon viele zahlende Nutzer. Der Status quo ist gerade, dass wir uns, wir haben ziemlich viele Kunden aus der akademischen Wissenschaft, das heißt also aus Forschungsinstituten, Universitäten und so weiter. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir auch mal mehr Kunden aus der Industrie bekommen. Und da ist natürlich noch wichtiger, auf zum Beispiel bestimmte Erfüllung bestimmter Regularien zu achten oder dafür auch Hilfsmittel zu bieten, um GLP-zertifizierte Labore an die Hand zu nehmen und so weiter. Und eben auch Prozesse noch genauer abzubilden. Also wenn es um Automatisierung geht, Robotik im Labor, das sind so gerade die Produktthemen, die uns umtreiben. Ansonsten Marketing und vertriebstechnisch ist natürlich gerade Internationalisierung. Also Research ist ein weltweites Thema. Das Problem existiert auch weltweit. Ich war jetzt gerade in den USA für ein paar Wochen, um halt also ein bisschen Markt auszuloten, und weil ich festgestellt, dass wir auch da schon relativ gut Fuß fassen können. Also Internationalisierung ist auf jeden Fall einer der nächsten Meilensteine. Also im Grunde genommen, also für unsere Kernanwendung haben wir einen Markt von 2 Milliarden Euro weltweit. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Segmente, die darüber hinausgehen, wo es halt nicht nur wirklich um den Forschungsprozess geht, sondern auch um das, was wir so Lab Operations nennen. Also es bedeutet zum Beispiel Order Management oder Supply Management. Das bedeutet auch zum Beispiel Maintenance von Maschinen und so weiter. Und dann kommen wir heute locker auf den Markt von 10 Milliarden. Wir haben Wettbewerber, es gibt da ziemlich alte Player, die schon sehr lange am Start sind und sich unter den Pharmaunternehmen, also in den Top 30 Pharmaunternehmen rumtreiben. Das sind aber alles sehr komplexe und ich würde mal sagen auch unhandliche Lösungen, denen wir halt dann eben mit Flexibilität und einfacher Benutzbarkeit begegnen. Ja, ich selber habe zum Beispiel auch einen Hintergrund als Biochemiker. Mein Mitgründer Florian hat auch einen Hintergrund in der Biophysik. Wir haben einen erfahrenen CFO und auch der Sales und Marketing organisiert, der 10 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche hat. Ein Top-CTO, der sich schon mit Sachen im Healthcare-Bereich auseinandergesetzt hat. Also das ist ein super Management-Team, um in dem Markt zu bestehen. Ansonsten, unser Team ist komplett international besetzt. Also was uns auch für dieses Thema Internationalisierung fit macht, sind im Moment 20 Leute ungefähr. Ja, also macht schon Sinn, mit uns zu arbeiten. Wir haben gerade 2 Finanzierungsrunden schon hinter uns, mehr als 2 Millionen Euro geraced, und strukturieren gerade eine Finanzierungsrunde für 2017.